an die Landesmusikschule Schlegel für die Einbegleitung zur Eröffnungsfeier. 27 Jahre Schlegel Advent im Stiftsmeierhof Schlegel ist eine lange Tradition. Tradition gehört zur Marktgemeinde Einschlegel. Herzlich begrüßen zum 27. Advent darf ich den Vizebürgermeister der Marktgemeinde Einschlegel, Dr. Herbert Kern, und den Kommandanten der Feuerwehr Schlegel, Heinz Köck. Herzlich willkommen. Ein besonderer Gruß gehört aber euch Ausstellerinnen und Aussteller. Denn das Herzstück eines jeden Adventmarktes sind die Aussteller. So wie die Aussteller sind, so verläuft auch der Adventmarkt. Und wir haben heuer wieder 72 Aussteller und dafür sage ich ganz, ganz herzlichen Dank an die Beatrix Dorfer. Herzlichen Glückwunsch im Nachhinein zur Vermählung. Das ist die ehemalige Beatrix Deutschbauer. Sie hat alles wieder organisiert, damit jeder Aussteller seinen Platz findet, dort wo er hin will. Herzlichen Dank. Ja, ein Ort der Begegnung, ein Ort, wo man sich trifft, das ist uns wichtig hier beim Schlegler Advent. Es ist uns wichtig, dass es Handwerk gibt, dass es Kulinarisches gibt, dass man einfach das sieht und dass man auch das kaufen und konsumieren kann, was das Herz begehrt. Und wie eingangs schon gesagt, es handelt sich natürlich immer, wie die Aussteller sind, und da möchte ich mich dann neben den Ausstellern auch noch bei allen Vereinen von Einschlägen bedanken, die jedes Jahr hier sind, die jedes Jahr ehrenamtlich hinten stehen und Punsch, Getränke und vieles mehr verkaufen. Wirklich herzlichen Dank an die Vereine, denn es ist ein Zubrot, dass sie sich selber verdienen, damit sie im Verein wieder Geld für Ausrüstung, ob es jetzt die Musikkapelle ist, ob es die Garde ist, die Feuerwehr, die Sportunion. Sie tragen selber einen großen Beitrag dazu, dass neben der Unterstützung der Marktgemeinde, dass vieles ermöglicht werden kann. Herzlichen Dank an alle Vereine und an die Institution Feuerwehr Schlegel, dass Sie heute hier sind. Neben der vielen Kunst, die wir heute und morgen vorfinden, gibt es natürlich auch einen kulturellen Höhepunkt. Wir haben morgen wieder in bewährter Weise die Advent-Oase in der Landesmusikschule Schlegel im Festsaal. Von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr hier wird die Landesmusikschule mit den verschiedensten Ensembles musikalische Darbietungen bringen und unser Mundartdichter, der Erich Stockinger, wird wieder viele Geschichten und Gedichte zum Nachdenken, aber auch zum Schmunzeln darbieten. Und heuer erstmals morgen um 17 Uhr ein Kindermusical, das Weihnachtswunder, dargeboten von der Volksschule Einschlegel und von der Bläserklasse. Ich lade Sie wirklich alle ein. Besuchen Sie diesen Nachmittag in der Landesmusikschule und schauen Sie vorbei, was hier alles geboten wird. Ja, und bevor ich das Wort an den Kommandanten der Feuerwehr weitergebe, noch einmal herzlichen Dank an alle, die sich auch im Vorfeld engagiert haben, damit dieses Ambiente überhaupt entsteht. Und da darf ich zwei Personen hervorheben. Ich sage mal, das sind die Breitnerburm, der Franz und der Ewald. Mit vielen, vielen Pensionisten aus Einschlegel, mit der Feuerwehr Schlegel, die was einfach dieses Ambiente wieder geschaffen haben. Herzlichen Dank dafür. Und somit sage ich, dass der 27. Advent in Einschlegel eröffnet ist. Herzlichen Dank. Geschätzte Aussteller, ich möchte mich auch nochmal recht herzlich bei allen bedanken. Ich lasse immer den Aufruf folgen, wann der Schlegel Advent ist, dass zu uns kommen, dass der Einladung folgt. Ich bedanke mich bei euch auch noch bei allen Aussteller,
die was uns regelmäßig die Treue halten, die was jedes Jahr können. Ja, eigentlich er ist das 24. Mal da, vor 27. Also das ist schon eine super Leistung. Und da möchte ich mich auch recht herzlich bedanken. Bedanken möchte ich auch bei meinen Leuten bei, die was jetzt zwei Tage lang den ganzen Adventmarkt in Schwung halten. Und natürlich auch beim Aufbau, die zwei Trainern haben nicht schon erwähnt worden, was wirklich eine hervorragende Leistung wieder gebracht haben. Der Weltmarkt wieder so hergestellt, wie wir gewohnt sind. Und das wird auch einfach die schönste Weltmärkte ist, die was hier in der Region bei uns herum liegt. Somit möchte ich alle noch einen besinnlichen Advent wünschen. Und wollen wir uns, wie man sieht, frohe Weihnachten von der Feuerwehr Schlegelmächte ausrichten. Und ich möchte mich auch nochmal bei der Bläsergruppe von der Landesmusikschule bedanken für die Eröffnung, die was uns beim Beitrag bei den 27. gemacht haben. Danke. Das ist auch, und zwar, da ist vom beim Ball, wo ich vorgreifen darf, da gibt es als ersten Preis ein Zirbenbett zu gewinnen. Das Zirbenbett wird von den Schülern gemacht und die Holzabschnitte vom Zirbenholz ist schade, wenn man es weggeschmeißt. Und da gibt es so einen Zirbenduftbaum und ich glaube, da gibt es ein Duftöl rein und dann kann man sich dann aufstellen und ersten Semester eigentlich nur, das heißt, sie lernen da mal ganz sicher ein wenig messen können, anzeichnen,
schneiden, feiern und die ganzen Geschichten. Und dann im zweiten Semester sind sie schon drüben mit großen Lehrstuhl und flexen und Spaß. Weiter ganz hinaus. Den ca. 100 Wege, das Gebiet bis zum Klapperbach geschenkt wird. Das heißt, damals konnte man dieses Gebiet dann auch urbar machen. Das war großteils noch unbesiedelt.
Noch mal Forschung, die Figur eine andere, eine Änderungsart angenommen. Welche ist die wahre Frage mit öfterer Vorstellung teils in den Christen? Muss man wirklich einmal krank sein, dass man gesund zu schätzen weiß? Muss man wirklich erst wer zusammenschreien, dass man es findet, das richtig weiß? Könnte man nicht schon vorher draufschauen, was man trinkt und was man isst? Könnte man das Leben nicht anders aufbauen, als auf Sucht und all dem Mist? Muss man erst weit Mächte rennen, dass man es hinten noch besser weiß? Muss man sich zuerst Hände verbrennen, dass man es kennt, das Ding ist weiß? Könnte man nicht erst unser Herz fragen, ist das richtig, wird's was taugen? Könnt's und nicht schon unser Gespür sagen, unser Hirn und unsere Augen? Und muss denn erst Adventzeit kommen, dass wir uns die Hände zum Frieden geben? Und müssen die erst vier Kerzen brennen, dass wir fragen, stimmt unser Leben? Könnte man nicht schon vorher schlichten, einfach hingehen und was sagen? Und könnte man es nicht schon vorher richten und nicht so laut mit uns tragen? Ja, und
Schon langsam gingen unsere zwei Stunden zu Ende. Ich sage euch danke, dass ihr uns aufgemerkt habt. Ich glaube, es war eine ganz tolle Bühne für unsere jungen Musiker und sie haben uns wirklich was Tolles geboten. Es hat mich richtig gefreut, mit euch zusammenarbeiten. Und ich möchte euch für Gott sagen, mit einem ganz kurzen Gedicht über unser Jahr, haben wir zurückgeschaut, wie schnell ein Jahr vergeht. Das Jahr vergeht mit Riesenschritt, kaum ist Winter, wird er miert und der Frühling lüsten an. Schwalm und Stahl sind schon da, dann ist es warm geworden über die Nacht, die Sonne hat heiß vom Himmel gelacht. Jeder rennt mit Luft im Gewand, denn der Sommer ist im Land. Aber der ist schnell verflogen und der Herbst ist ins Land gezogen, macht sie breit, als Kind er bleiben, meint, er kann gar niemand vertreiben. Da er ist noch gar nicht alt, wird schon wieder weiß und kalt, Jahr für Jahr. Es bleibt alle gleich, kaum fangs Jahr an, ist vorbei. Die Jahre, die rennen uns davon, und es ist keiner da, der es nachholen kann.